geht ab, meine lieben Freunde, hier und herzlich willkommen zur 5. Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit WWE. Ich habe aber anfangs eine etwas schlechte Nachricht für euch. Und zwar konnte ich leider nichts an meinem Moveset bzw. am Einlauf ändern, weil ich bin jetzt hier gerade in diesem Menü. Ich habe auf Karriere gedrückt, dann auf Weiter. Und dann kam genau dieses Menü hier. Und wenn ich jetzt B drücke, also Kreis zum Zurückgehen, dann geht der leider nicht ins Menü zurück, sondern der geht woanders hin. Wenn ich jetzt Start drücke, oh, dann überspringt er das einfach. Und dann geht's auch direkt los mit dem Kampf hier. Also wir haben jetzt unseren nächsten Kampf. Handicap-Match. Wir alleine gegen die beiden Leute. Und das war letzte Folge echt ein bisschen dumm, dass wir die Tag-Team-Partnerschaft beendet haben, weil ihr habt in die Kommentare geschrieben, er war Face, der andere war Heel. Und die Face-Leute, die greifen nicht ins Match ein, beziehungsweise versuchen den Schiri abzulenken. Und das wusste ich einfach nicht. Ihr wisst ja, ich bin nicht der erfahrenste WWE-Spieler. Aber am Ende hat er mir dann doch ein bisschen leid getan, dass wir mit ihm die Tag-Team-Partnerschaft beendet haben. Und ich habe gedacht, er will uns verarschen. Dann müsst ihr mich auch ein bisschen verstehen können, weil ich das nicht so richtig gecheckt habe. Aber ja, so ist es gelaufen. Vielleicht sieht man sich im Laufe der Karriere wieder. Lance, mein guter alter Kollege. An dieser Stelle Entschuldigung, vielleicht nimmst du sie irgendwann an und dann werden wir mal weitersehen. Aber jetzt gibt es erstmal ein Handicap-Match, 1 gegen 2 und das wird garantiert nicht einfach werden, hier, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei unserem ersten Kampf hier wieder. Ich habe richtig Bock heute wieder auf WWE. Wir werden auf jeden Fall das Moveset dann ändern, wenn es hier wieder im Menü ist. Also wir werden auf jeden Fall für die nächste Folge ein neues Moveset haben, Leute. Alles klar, bis gleich. Ladies and Gentlemen, your man El Rille at Feel Gaming TV. Kommt er hier wieder rein, muskelbepackt, wie sein Vater einst damals war und stürmt hier ins Stadion rein mit seinem coolen Gang, den wir vielleicht ab nächster Folge nicht mehr wiedersehen werden, diesen Gang, sondern einen eventuellen neuen Einzug. Jetzt ist er aber bereit für dieses Handicap-Match hier, alleine gegen zwei, die Ein-Mann-Armee El Rille. Und dann würde ich sagen, Leute, geht's auch direkt los. You ready? Let's go! And I feel like I'm gonna run away. Und dann direkt zum Konter, Alter. Eieieiei. Also die haben, glaube ich, Dings, normales Tag-Team. Weil ihr habt doch voll viele in die Kommentare geschrieben gehabt. Ja, nee, das liegt daran, weil der eine übernimmt manchmal die Manager-Rolle und sowas. Deshalb, also gibt es so viele Sachen bei WWE zu beachten, Leute. Und, natürlich lerne ich durch das Spiel immer mehr neue Sachen und sowas. Aber wenn ich mal so ab und zu Fehler machen soll, seid mir da bitte nicht böse. Ich mache das garantiert nicht extra. Zum Beispiel hätte ich das gewusst, dass, ja, ich weiß nicht, hätte Lance, boah, das war echt schwierig, Mann, das tut mir aber echt verdammt leid, der arme Lance, Mann. Titus O'Neill, der bester Mann. Und ja, was ich noch sagen wollte, Leute, das werde ich euch aber gleich zeigen, ihr müsst dranbleiben. Ich habe eine kleine, ja, ich habe es aber eigentlich schon gesagt, weil ich würde das gerne gleich holen und euch zeigen. Aber mach mal gleich, komm. Hey, der macht mich hier platt, der Titus, Titus O'Neill. Komm mal her, du Pöscher, weißt du? Da haben wir schon einen Treppenpizza, weißt du? Egal. Ich mach den jetzt platt. Komm, wir kontern erstmal. Ja, scheiße, Mann. Ja, Pam geschrieben, ja, nee, du hättest lieber Tag Team behalten sollen. Du hättest dann mit dem Lance einfach Dingens machen sollen. Tag Team Partnerschaft weiter behalten sollen. Und dann einfach hier auf den Titel versuchen sollen zu kämpfen. Aber, ja. Hat leider nicht geklappt, Leute. Tut mir leid. Aber. Ja, was passiert, Leute? Vielleicht wird man sich ja irgendwann wiedersehen. Ach du Scheiße, Alter, die nehmen uns ja richtig auseinander. Wir müssen uns aber auch versuchen, auf den Kampf zu konzentrieren. Ja, und ein paar meinten auch genau, das hatte über 100 Likes, der Kommentar, dass ich nicht die Konteranzeige ausmachen soll, dass ich sie behalten soll. Eieiei, ach du Scheiße. Guck mal, wir haben jetzt keine Konterbalken mehr. Das heißt, wenn er uns jetzt angreift, können wir nicht mehr kontern. Aber ihr meintet, das soll so bleiben. Weil sonst kann man immer wieder kontern, dann versucht jeder nur auf Konter zu spielen. Ja, und jetzt hat er mich nämlich in der Falle. Jetzt kann ich nicht mehr kontern und jetzt hat er mich gebumst. Ich muss das wieder richtig schnell aufladen. Ich muss auf jeden Fall nächste Folge die ganzen VC-Punkte und sowas sinnvoll einsetzen und nicht einfach für irgendwas verschwenden. Weil wir könnten bei jedem Punkt überall alles hochmachen. Aber wir brauchen ja auch ein Moveset. Viele meinen von AJ Styles. Sollen wir das nehmen? Aber das werde ich alles noch in Ruhe schauen. Alter, die beiden nehmen uns so auseinander. Da merkt man, El Rille Junior ist noch lange nicht auf der Form wie sein Vater. Guck mal, die machen das richtig schlau. Die wechseln alle paar Minuten. Ja, dann sind die auch noch so übermotiviert und denken, die können mich pinfallen, Alter. Jawohl, komm her. Alter, ich schwöre es, die machen kurz einen Prozess hier, die beiden. Aber jetzt packen hier von hinten. Oha, er kontert. Oha, wo fliege ich denn hin? Was geht denn hier ab? Hallo? Ich kann nichts mehr drücken, Leute. Eieiei, jetzt macht der Seiltanz mit mir. Schnell weg hier. Guck mal, der verfolgt mich, Alter. Scheiße, Alter, Junge, auf Rille. Ja, ist das geil. Oha, Rille, zack. Bam, Junge, tritt mal ein bisschen drauf. So, jetzt machen wir mal ein paar Attacken hier. Ich versuche den jetzt mal von unten mal
paar Attacken zu geben. Das meintet ihr, soll ich machen. Nicht immer nur aufheben, sondern auch mal sowas machen. Jetzt zack, den Move kennen wir auch noch von El Rille damals. Und jetzt kommt ein neuer Move. Boah, Junge, jetzt geht's ab. Heb ihn hoch, Junge. Und jetzt, bam, genau sowas will ich sehen. Solche Moves hier. Mal gucken, wie wenig Leben die beiden verlieren, ne? Zack. Und er kontert wieder. Hier, ich komme da zurück, Mann. Wir werden uns jetzt richtig konzentrieren. Ach du Scheiße, er ist schon direkt aufgestanden. Das ist gar nicht gut. Komm, schnell. Boah, sauber, sauber. Spring drauf, spring drauf. Bam, Junge. Mit dem Flying Dutchman ist am Start hier, oder was? Mann, 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 Mann. Komm, komm, weiter. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir haben keine Konteranzeige mehr. Egal, ich werde mein Bestes geben, mir versuchen, diesen Kampf zu gewinnen. Er ist bisher gerade mega spannend. Also ich finde es cool, dass die jetzt mal Legende ein bisschen mehr verbessert haben, Leute. Weil sonst war das immer einfacher. Aber jetzt guck mal, was die hier mit uns anstellen, Alter. Das ist krank. Wir müssen kontern. Oder gebe ich jetzt mal gleich einen Signature. Genau, so, jetzt perfekt. Gib ihm den Signature, heb ihn auf. Bei sowas heb ich natürlich gerne auf. Jetzt gib ihm den Signature. Er darf ihn nur nicht kontern. Ja, perfekt. Bam, Junge. Und jetzt haben wir den Finisher. Direkt einen geladenen Finisher hier bei Darren Young. Und er hat noch richtig viel Leben, der alte Schlawiner. Richtig viel. Er darf ihn nur nicht kontern. Jawohl, er kontert ihn nicht. Oder? Nein, er kontert unseren Finisher, Alter. Fuck. Nein. Nein, 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 ich konnte nicht mal kontern. Jetzt macht er seinen Finisher. Oha, oha. Nein, wie soll ich das denn so... Ey, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Ey, der hat uns zum Aufgeben gezwungen. Okay, die haben uns gerade echt kurz einen Prozess mit uns gemacht. Ja, beim nächsten Kampf werde ich versuchen, weniger zu labern und mich mehr zu konzentrieren, Alter. Scheiße. Ja, das hat Bock gemacht. Ich schwöre, das hat Bock gemacht. So, Leute, Donnerstag Main Event. Gibt's eins, okay. Gucken, was das jetzt genau bedeutet, was hier auf uns warten wird. Achtung, da sich deine Beziehung zu Lance Sander verschlechtert hat, seid ihr keine Tag-Team-Partner mehr. Ja, scheiße, Digga, ey. Wer ist das denn? Baron Blade? Baron Korb... Alter, ist das einfach Baron Blade? Er sieht aus wie der hellere Bruder von El Rille irgendwie, ne? Kann das sein? Den haben wir dann noch so am Start. Ey, Ron D von Dudley. Okay. Ja, machen wir jetzt einfach mal weiter. Können wir ja nicht viel ändern, Leute. So, jetzt geht's weiter. Dein Rang, wir sind bei United States Championship Rang 10. Oh! Main Event! Ach du Scheiße. El Rille Junior gegen Finn fucking Baylor. Das kann was werden. Wir gucken uns aber erstmal noch die Rangliste. Ja, das würde mich mal interessieren, ja, wie das hier so ausschaut. Also wir sind momentan auf Rang 10, sind jetzt quasi neu in diese Liga mit eingestiegen. Jetzt ist Sheamus und so, ihr Kalisto, Alberto Del Rio, Kevin Owens, Dean Ambrose, John Cena, Seth Rollins und der Champion ist Rusev. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen hier natürlich am Ende die World Heavyweight Championship zu rasieren. Ne? Da ist aber noch ein weiter Weg vor uns. Das wird wieder ein bisschen dauern. Ich werde auch versuchen, während der Karriere ein paar Kämpfe zu überspringen. Aber ich sehe leider nicht unseren guten alten Kollegen. Wo ist er denn, Mann? Ja, ich finde ihn nicht mehr. Ich hoffe, er wird noch wieder am Start sein, Alter, der gute alte Lance. Der hat mir ein bisschen leid getan. Aber jetzt geht's erstmal ran hier gegen Finn Baylor, Mann. Da, Main Event. Und genau, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was genau so ein Main Event ist. Weil ich kenne nur solche Sachen wie zum Beispiel WrestleMania, dann ist Royal Rumble am Start, TLC, solche Main Events. Aber ist das genau das oder ist es was anderes? Das würde ich mal gerne wissen, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr müsst mir ja ein bisschen beibringen hier. Ich bin ja nicht so erfahren im Wrestling. Sondern geht es weiter mit unserem zweiten Kampf hier gegen Finn Baylor. Den will ich auf keinen Fall verlieren. Und der wird sich jetzt denken, scheiße, der kommt mir vergewaltigt bekannt vor, Mann. So, Leute, jetzt brauche ich aber nochmal eure Hilfe. Und zwar, unser Kampf ist ja hier rechts, das könnt ihr ja sehen. Zack. Aber was heißt denn die ganze Zeit dieses Promo-Showtime hier? Promo-Showtime da. Promo-Showtime hier. Das müssen wir ja nicht jedes Mal machen, oder? Und sagen, anfangs können wir das machen. Komm, heute machen wir eine Promo-Eigenwerbung zur Rede stellen. Eigenwerbung-Promos sind eine spezielle Art von Promo, bei der du allein im Ring stehst und zum WWE-Publikum sprichst. Zur Rede stellen. Wen möchtest du? Was? Wenn du möchtest, kannst du andere Superstars herausfordern, damit sich diese vielleicht auf einen Zweikampf während einer Promo einlassen. Manchmal steigen Superstars darauf ein, manchmal aber auch nicht. Okay. Boah, Alter, wen soll man denn... Oh, soll ich mal einen, boah, soll ich mal einen richtig krassen heraus... Ey, guck mal, Lance! Lance ist ja am Start! Ah, ich will aber nicht ihn als Feind gewinnen mit The Rock, Alter. Soll man direkt mal... Ah, okay, ich würde sagen, das ist noch zu früh, Leute. Das müssen wir nicht, das ist zu früh, Mann. Das müssen wir nicht machen, das machen wir beim anderen Mal. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie oft man am besten so eine Promo-Showtime machen soll. Immer, wenn man Bock drauf hat, oder wann soll man das am besten machen. Jetzt machen wir erstmal unseren zweiten Kampf gegen Finn Baylor. Das wird geil werden, Mann. So, Leute, und da haben wir ihn, Finn... Fucking Baylor, Main Event, WWE, was sieht ja richtig cool aus mit dem Ring da. Ja, die kontern immer direkt beim ersten Schlag, kann das sein? Junge, Junge, Junge. Ihr habt ja am Anfang der Story gesehen in der ersten Folge, wie El Rille Jr. da stand und von Finn Baylor die Hand bekommen hat, ne? Und jetzt tritt er einfach gegen ihn an, Mann. Das ist schon mal was echt krasses. Das wird garantiert nicht einfach werden, dieser Kampf. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Finn. Komm her, der war letztens auch in Paris gewesen, habe ich gesehen bei seinem Instagram-Account.
Alter, was geht bei dem ab, Mann? Der macht da kurz einen Prozess mit uns. Ja, Leute, diesen Kampf will ich auf gar keinen Fall verlieren, ne? Der ist ja richtig motiviert, ne? Ich schwöre es euch, richtig motiviert, hä? Was, Junge? Was? Komm her! Warum hebt er den auf, Mann? Ich wollte ihn noch gar nicht aufheben. Pack ihn dir, pack ihn dir. Sehr stark. Boah, Junge, der zeigt ihm einfach mal, was er für eine Kraft hat. Schmeißt ihn zur Seite. Tritt wieder drauf. Und jetzt von hinten, zack, hebt er ihn auf. Und dann gibt es erstmal wieder die. Boah, die ist geil. Zack, bam. Optimal, Leute, optimal. Ja, was gibt es sonst noch momentan so Schönes zu bereden? Ich werde auf jeden Fall jetzt versuchen, übers Wochenende, ja, viel Foot Champions zu spielen. Da gibt es ja 40 Spiele bei FIFA. Und mal gucken, wie weit ich kommen werde, ob ich auch genug Zeit haben werde, alle Spiele zu machen. Und ja, wir müssen uns natürlich auch gleichzeitig auf den Kampf konzentrieren. Ich will auf gar keinen Fall jetzt verlieren, Leute. Vor allem nicht gegen Finn Baylor. Und ihr könnt mal gerne schreiben, wie ich am besten vorgehen soll in der Karriere. Was ihr von mir für einen Storylauf sehen wollt, wie ich genau vorgehen soll und alles. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Weil wir sind momentan in der United States Championship. Und das ist ja eigentlich so, dass wir nach dieser United States direkt in die World Heavyweight gekommen sind. Nachdem wir die gewonnen haben. Und so wäre es eigentlich am besten. Dann würde WWE dieses Jahr nicht so lange gehen und wir hätten mehr Pause. Weil letztes Jahr war es ja so, wir kamen erstmal in die NXT. Und von der NXT in die United States und dann von dort in die World Heavyweight Championship. Weil auf Tag Team habe ich nicht so Bock, bin ich ehrlich gesagt froh darüber, dass ich das beendet habe. Der hat mir nur ein bisschen leid getan, der Typ. Nur das war das Einzige. Alter, der springt ja die ganze Zeit auf uns drauf, der Finn Baylor. Genau, Moment, was ich euch zeigen wollte. Genau, Leute, hier, was ich euch zeigen wollte. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich habe hier 4 Karten für das WWE-Event in Oberhausen, Alter. So geil, am 9.11. hat 2K mir die Karten besorgt. Ich werde da mit Stefan, Tugay, Chandrim hingehen zusammen, weil die sind alle auch Wrestling-Fans. Vor allem Tugay ist ein großer Wrestling-Fan, die anderen jetzt nicht so. Aber da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf, Leute. Wenn ich demnächst mal vielleicht noch mehr Karten bekommen sollte, kann ich auch vielleicht ein paar an euch verlosen. Oder mal mit einem von euch zusammen bei so einem Event hingehen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil ich war erstmal nur in Frankfurt eingeladen. Und von Düsseldorf nach Frankfurt, das dauert dann 3 Stunden mit dem Auto dann abends zurück. Dann habe ich halt nachgefragt, ob es auch Events gibt, die in der Nähe von Düsseldorf sind. Da meinte Oberhausen. Und da werden Seth Rollins sein, Roman Reigns und so. Da freue ich mich richtig drauf. Also ich bin live bei der WWE dabei. Ich wollte sowas schon immer gesehen haben. Was war eigentlich damals mein großer Kindheitstraum, mal sowas live zu sehen, wie die da reinkommen, wie die sich boxen und sowas. Und ja, ich bin echt verdammt gespannt, mal wie das sein wird. Also am 9.11. ist es, glaube ich, oder 8.11. Alter Junge, wie viel... Ey, der zieht uns so viel Leben ab, ne, der Finn Baylor. Merkt ihr das? Alter. Der zieht uns so viel Leben ab. Da merkt man, El Rille ist ja noch wirklich ein Frischling. Und deshalb, wir lassen auch Schwierigkeiten legendär. Ich würde auf keinen Fall runterstellen, egal welche Umstände. Wir werden auf jeden Fall für die nächste Folge, schreibt mir das mal wieder in die Kommentare rein. Da haben letztes Mal nicht so viele kommentiert, das fand ich ein bisschen schade. Wie ich jetzt am besten genau vorgehen soll, was das Moveset angeht. Wie viel VC-Punkte ich für die Fähigkeiten aufbrauchen soll. Ich gucke mir das mal alles an und versuche das auch ein bisschen so nach meinem Geschmack zu machen natürlich. Aber gerne nehme ich auch Tipps von euch an. Alter, Finn Baylor greift so schnell zu, ne? Das ist echt manchmal schwierig zu kontern. So, jetzt kontern wir, haben einen Finisher, Alter. Boah, der wollte gerade seinen Signature machen. Jetzt haben wir aber Finisher. Jetzt kriegt er den direkt geladen zurück, Alter. Geladen mit dem Ballermann, Ballermann, Ballermann. Habt ihr verstanden, Leute? So, komm schon, jetzt zack. Und er kontert unseren Finisher, Alter. Scheiße, Mann. Jetzt hat er selber wieder. Oh nein, wenn das jetzt sein Signature ist. Ich hoffe es nicht, aber die Kameraperspektive. Oh nein, ja, das war sein Signature. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt macht er noch gleich bestimmt geladenen Finisher. Ey, Leute, Mann, ich drehe hier durch, ey. Also momentan, anfangs läuft es noch nicht so sehr. Oh shit, Alter. Alter, das war mir nicht so. Ich wollte schon gerade sagen. Steh mal bitte auf jetzt, El Rille. Komm schon. Junge, Alter, unser Daddy guckt gerade zu. Was soll er? Oh mein Gott, ich glaube, das ist er. Ja, das ist sein Finisher. Genau, das hat er im Intro gemacht. Nein! Oh nein, das ist ein Finisher. Bitte nicht. Jawohl, Alter. Der war easy zu kontern. Was, Finisher? Hier, ey. Komm her, pack ihn dir. Oh shit. Und der hat uns direkt gebumst, Alter. Einfach aus dem Nichts. Scheiße, scheiße. Das wird noch ein guter Kampf werden hier, Leute. Ich verspreche euch das. Ich werde nicht so schnell aufgeben. So, jetzt gehen wir mal volle Konzentration in diesen Kampf hier und machen die Epic Music an. Verdammte Scheiße. Komm schon, Leute. Komm her. Ne? Ja, wir können nicht kontern. Wir können nicht kontern. Unser Konterbalken. Alter, wie... Jawohl, Alter. Jawohl, war das knapp wie der Dumme in der Bildzeitung hier, ey. Steh auf, Junge. Komm, zack. In die Fresse. Signature. Den darf er nicht kontern. Zack, schmeiß ihn um. Bam. Der hat immer noch orangenes Leben, Mann. Das ist überhaupt nicht gut. Komm jetzt nochmal hier, der geladene Finisher, der kann nochmal was bewirken, der kann nochmal viel bewirken, der darf nur nicht kontern, er darf nur nicht kontern und das macht er auch nicht. Zack, bam. Okay, langsam nähert er sich auf den roten Bereich an, wir sind schon ganz weit unten im roten Bereich. Ei, er zieht uns die Beine weg, ey. Ah, ich bin wieder zu aggressiv vorgegangen, man, er kann jetzt wieder Signature machen.
Oh nein, er will jetzt Signature, glaube ich, machen. Nein, wir kontern, Alter, sauber. Wir haben seinen Signature gekontert, schlagen drauf, schlag nochmal drauf. Jetzt haben wir wieder das Signature, Alter. Mann, was ist das für ein Hin und Her? Finn Baylor guckt selber dumm aus der Wäsche. Und jetzt komm, El Rille, gib ihm den geladenen Finish. Aber er hat Comeback, Finn Baylor hat Comeback. Das dürfen wir nicht zulassen. Komm schon, jetzt. Der geladene Finisher, Alter, der kann nochmal viel bewirken hier. Komm, go. Jawohl, er kommt an, Alter. Super. Junge, was für ein Match das geworden ist, Mann. Krankes Ding, verdammte Scheiße. Zack, in die Fresse. Box ihn, schnapp ihn dir. Junge. Alter, was geht hier ab, verdammte Scheiße. Mach mal ein bisschen hier. Komm, hä, was? Steh auf, Mann. Hä, komm, go. Der hat Comeback, ganz ruhig. Jetzt wird es nochmal ein spannendes Duell hier. Jetzt renn auf ihn zu. Pack ihn dir, bam, und er blutet, Mann, verdammte Scheiße. Junge, Alter, das nenne ich mal Comeback, Leute, das nenne ich Comeback. Oh nein, er kontert. Jetzt Vorsicht. Alter, was macht der denn jetzt hier? Was soll das denn, hä? Willst du jetzt auch angeben, oder was? Hier, kriegst du auf die Fresse, pack ihn dir, dann schmeiß ihn erstmal hier schön um, genau so. Und jetzt rückwärts, bam, genau. Optimale Scheiße, immer wieder gleiches Leben hier, könnt ihr das sehen, Leute? So, hä? Jetzt machen wir ein bisschen hier. Können wir auch oben ein bisschen jubeln, ne? Komm, Fans, mach ein bisschen Stimmung hier. Bam, Junge. Direkt auf ihn drauf. Ich glaube, der braucht aber auf jeden Fall noch einen Finisher und Signature hier. Boah, Junge, packt er den nicht einfach. Die Moves sind gerade richtig krass von El Rille. Nein. Er zieht unser Bein weg. Er hat 81. Nein. Komm, weg. Jab. Oh nein, er kontert wieder, glaube ich. Oder doch nicht. Ich dachte, er kontert gerade. So, jetzt machen wir ein bisschen hier. Boah, Alter, wie sein Vater damals. Immer den Gegner schön provozieren. Hä? Komm her. So, und jetzt. Oh nein. Scheiße, ich hab voll daneben geschlagen. Oh nein. Ey, fuck, Alter. Fuck. Oh shit, unser Leben, ey. Das hat gut gezogen. Jetzt will er wieder draufspringen. Das macht er wohl am liebsten, ne, der Vogel. Komm, versuch doch, hä? Versuch's doch. Hä? Was ist los mit dir? Komm, spring doch, wenn du Eier hast. Hier, bis du springst, ist schon die Titanic wieder aus dem Wasser gekommen, Alter. Hier. Ey. Oha, Alter. Ja, da merkt man seine Schnelligkeit. Der ist verdammt schnell. Mann, der Signature, Leute. Das ist gar nicht gut. Fuck. Und er schmeißt es auch noch in die Eckfahne. Will uns ein Signature machen? Jawohl, wir kontern. Jetzt haben wir Signature. Und er kontert zurück, Mann. Wasser hin und her. Scheiße, jetzt hätte ich auch nochmal kontern müssen. Jetzt konter ich aber. Ey, Leute, der Kampf ist echt einer der krassesten überhaupt bisher, Mann. Komm, jetzt direkt der Signature hinterher. Der kann nicht kontern. Guck mal, wie dumm der guckt. Wie dumm er einfach guckt. Bam, Junge. Und jetzt noch den geladenen Finisher. Den kann er nicht kontern. Sein Konterbalken ist leer. Und dann wird es das Ende von Finn Baylor sein. Er kann nicht kontern. Jetzt kommt der Finisher von El Rille Junior. Finn Baylor liegt am Boden. Und jetzt komm. Go. Bin voll hinterher. Schiri. 1, 2, 3. Was? Er kommt raus. Das gibt's doch nicht, Mann. Wie kann das sein? Ey, fuck, und dann auch noch. Ach du Scheiße, Leute. Ich hab gedacht, das wäre der sichere Sieg. Oha. Nein. Bitte nicht der Signature, Alter. Ach du Scheiße, ja. Oh mein Gott. Das war sein Signature. Oh mein Gott, jetzt will er den Finisher machen. Steh auf! Ey, fuck, wenn wir jetzt nicht kommen, dann ist es vorbei. Nein, bitte nicht. Jawohl, wir kommen dann wieder, Alter. Mann, ey. Dein Finisher ist echt in Zeitlupe, Finn. Da musst du noch mal ein bisschen üben. Alter Schwede, das ist echt das krasseste Match. Unser Vater ist begeistert, Alter. Für El Rille kämpfen wir hier. Und er kontert unseren Signature. Ey. Und gibt uns einen Fallrückzieher. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, ne? Das ist echt ein krasses Match, Mann. Das ist ein richtig krasses Match. Da kann jeder sagen, was er will, verdammte Scheiße. Wir müssen jetzt hier aufstehen. Der wird uns bestimmt auf uns draufspringen. Alter, das ging einfach zu schnell, Leute. Das ging zu schnell. Was ist mit der Kameraperspektive hier los? Hallo? Was ist los hier? Ey, wir kontern wieder. Ey, Mann, ey, das ist doch ein Kampf der Champions League. Ja, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und das ist bisher der krasseste Kampf. Da kann ich mal der erste Debütkampf gegen Big Show mithalten. Das wird auf jeden Fall ein 5-Sterne-Kampf, das sage ich euch. Und er hat wieder Signature. Wir können aber diesmal nicht kontern. Oh nein, er darf uns nicht zu Eck fahren. Oh mein Gott. Nein. Wieder sein Signature. Oh mein Gott. Wir erinnern uns jetzt. Ach du Scheiße. Oh, aber Pin von uns direkt. Nein. Ja, Mann, Alter. Wir kommen raus, ey. Komm schon. Komm. Steh auf. Wir haben Signature. Ey, der darf nicht seinen Finisher machen. Der darf nicht die Eckfahne hochgehen. Er kann selber nicht mehr.
Er kann selber nicht mehr. Guck mal, was der da macht. Der kann nicht mehr. Komm, komm, komm. Er hat es nicht hochgeschafft. Er hat es nicht hochgeschafft. El Rille klettert raus, Mann. Das war sehr schlau. Jetzt geh hoch. Oh nein, oh nein. Er hat genau auf uns gewartet hier, der Finn. Wir können nicht kontern. Wir können doch nicht mal kontern, ey. Der braucht uns jetzt nur einmal zu Boden zu kriegen und jetzt auf die Ecke zu steigen, Mann. Oh nein, der macht einen anderen Finisher, Alter. Der hat einen anderen parat. Wann soll ich den kontern? Ich weiß... Oh Gott. Das ist das Ende, ja. Ja. Das war's. Ey, nein, wir müssen jetzt hier raus... Nein. Aber er hat noch nicht gepinfolgt, Leute. Er hat noch nicht gepinfolgt. Jawohl, 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 jawohl. Sauber, sauber. Jetzt komm, komm. Ey. Das ist echt das krasseste Match. Ich bin so da drin, ne? Ich bin so in Adrenalin, Leute. 20.000 Likes sind drin. Und er kontert wieder unseren Finisher Signature. Ey. Das ist nicht mehr normal, ne? Jetzt macht er seinen Signature wieder, glaube ich. Oder was macht er da? Wir können ihn nicht mal kontern, weil wir keine Konteranzeige mehr haben. 5-Sterne-Kampf safe. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Scheiße, 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 scheiße. Mann, Mann, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Jawohl, wir kommen hier wieder raus, ey. Das ist ja schlimmer als hinter Gittern, Mann. Alter, das ist der krasseste Kampf, Mann. Das wird auch fett in den Titel kommen, Alter. Junge, das muss... Oh mein Gott, Alter. Das ist der krasseste Kampf überhaupt, ey. Oh nein, der macht jetzt einen Finisher. Und wir kontern ihn zum dritten Mal, Alter. Mann, ey. El Rille schlägt daneben. Oh, 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 oh. Mann, ich laufe ihm direkt in die Fresse rein. Fuck, Mann. Guck mal, was da für Bewegungen sind. Unser Kopf ist schon nicht mehr rot. Der ist lila. Unser Kopf ist lila, Mann. Oh Gott, der braucht uns jetzt noch einmal versuchen, zum Aufgeben zu zwingen. Ich sag's gerade. Nein, nein, nein. Ich hoffe nicht, dass er das macht. Ey, El Rille wird gleich freiwillig aufgeben, wenn das so weitergeht. Unser Kopf ist einfach lila. Der ist nicht mal mehr rot. Oh Gott, Alter. Steh auf, Mann. Steh auf, steh auf, steh auf. Komm, komm. Wir können hier nicht kontern. Wir können hier nicht kontern, verdammte Scheiße. 5-Sterne-Kampf. Ey. Das ist nicht normal, ne? Das ist nicht normal. Fuck, fuck, fuck. Jetzt hebt er uns hier hoch. Genau so einen Kampf habe ich mir vorgestellt, Alter. Aber wir bluten noch nicht, oder? Bluten wir schon? Ich weiß es ehrlich gesagt. Wir bluten noch nicht. Was macht er da mit uns, Mann? Was macht er da? Wir müssen jetzt einmal kontern. Alter, das konnte man nicht mal kontern, Mann. Der hat uns wieder Signature. Ey. Jetzt will er uns Signature geben, ne? 100%, ja. Das schmeißt uns an die Ecke. Jetzt müssen wir kontern. Zack, wir kontern, Alter. Und jetzt kriegst du den Signature. Hier, zack. Und er kontert ihn schon wieder, Mann. Ja, das ist hier ein ewiges Hin und Her, Leute. Das ist ein ewiges Hin und Her. Oh nein. Eieiei, jetzt hat er wieder Finisher, Alter. Aber er pinfolgt uns direkt. Jawohl, wir kommen hier wieder raus, ey. Boah. Ich komme da nicht mehr klar, Alter. Das ist ja schon geiler als das WWE-Finale 2016 fast, ey. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, ey. Meine Güte, ey. Alter, das wird eine krasse Folge werden, ey. Die wird in die Geschichte wieder eingehen. Oh, wow. Guck mal, der kann sich nicht mehr aufraffen. El Rille, steh auf, Mann. Steh bitte auf. Komm schon, komm schon. Oh nein, jetzt macht er einen geladenen Finisher, Alter. Ey, nein. Bitte nicht. Jawohl, wir kontern ihn, ey. Das ist nicht wahr. Wir kontern. Schmeißen ihn zu Boden. Provozieren ihn jetzt nochmal schön und schwören den Finisher. Signature. Go, 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 go. Ey. Zack, noch einen in die Fresse. Und jetzt Signature. Oh mein Gott, er darf ihn nicht wieder kontern, Alter. Sauber, er kontert ihn nicht. Zack, er liegt am Boden. Und jetzt noch zum Abschied den geladenen Finisher. Wenn der ankommt, muss es das Ende sein. Es muss das Ende sein. Und er kommt an, ja. Das Ende von Finn Balor. Das muss das Ende sein. Jetzt Pinfall, 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 schnell. Oh mein Gott, Leute, Leute, Leute. Schiri, lauf. One, two, was? Ey, wie kommt er denn da raus, Mann, Alter? Das ist unfassbar, ne? Also das ist gerade unfassbar. Ich verzweifle langsam gerade. Ich bin richtig am Verzweifeln gerade, Mann. Eieieiei. Komm her, Alter, komm her. Hau rein, Alter. Und er kontert, Alter. Nein. Ey. Guck mal, was der da jetzt macht, Alter. Der feiert sich an der Ecke. Ey, Leute, das ist so ein Kampf. Der hätte damit niemals gerechnet, dass wir so viel drauf haben, ey. Ey, wenn ich verliere, will ich mit Stolz und Ehre verlieren, aber nicht so. Komm, komm, er darf uns nicht... Ey, spring, komm, spring noch, hä? Zack. Hier, diese Springdinger kann ich gut abwehren, Leute. Das solltet ihr wissen, das kann ich sehr, sehr gut. Das machen wir ein bisschen Palaver. Guck mal, das ist schon lange ein 5-Sterne-Kampf, Alter. Gleich kommt da der 6. Stern, dann der 7. Stern, Alter. Als ob das die Dragon Balls wären hier. Ja, aber der schluckt so viel, ne? Das ist nicht mehr normal. Der hat immer wieder dieses scheiß Comeback da drin, ne? Ich glaube, dieses Comeback... Das macht ihn quasi unbesiegbar. Jawohl, Alter, jawohl. Ich habe immer das gute Timing dafür, hier rauszukommen. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist echt nicht wahr, was das für ein Hin und Her hier ist, ne?
Und sowas habe ich echt lange nicht mehr erlebt, ne? Hier, Alter, was, Mann, ne? Pack ihn dir, pack ihn dir. Schmeiß ihn rückwärts um. Dann geht's mal auf den Turnbuckle drauf hier, ey. Boah, was für ein Match es einfach ist. Zack, bam, Junge, drauf da, drauf da. Ah, Mann, 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 ey. So, oh, der kontert schon wieder, ey. Das ist hier ein ewiges Hin und Her, Leute, ne? Wir können jetzt gerade nicht kontern, wir können gerade nicht kontern. Und er macht seinen Signature bei uns, glaube ich, ja. Oh Gott, jetzt hat er wieder Finisher. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, Alter. Steh auf, Mann. Steh bitte auf, komm. Ey. Ich kann nicht kontern. Er schlägt zu schnell, Mann. Er schlägt zu schnell. Ich hab gleich gar keine Kraft mehr, ne, Leute? Ich hab gerade gar keine Kraft mehr für diesen Kampf hier. Der nimmt mich so auseinander, dieser Kampf hier. Was macht er da? Okay, jetzt will er sich wieder hier aufpushen bei den Fans. Oh nein, oh nein. Er pusht sich auf, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fuck, jetzt müssen wir wieder kontern. Jawohl, wir kontern wieder. Jetzt haben wir wieder Finisher. Ey, wie lange braucht ihr denn, Mann? Oh, 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 oh. Meine Güte, ich komme gerade. Oh nein, das ist der Pinfall. Jawohl, wir kommen hier direkt wieder raus, Alter. Ey, das ist unmöglich, diesen Kampf hier zu gewinnen, Leute. Unfucking möglich. Ey, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Er hat auch noch Comeback, Alter. Aber wir haben Finisher. Wir haben Finisher. Das ist nicht mehr normal, ne? Dieser Kampf, ne? Ey, wie lange der schon geht, Mann. Das ist echt nicht mehr von dieser Welt. Boah. Jetzt hat er schon gleich auch wieder Signature. Ich glaube, man kann einfach nicht gewinnen. Man kann hier nicht gewinnen, ey. Das geht einfach nicht, Mann. Guck mal, wie schnell man kann manchmal nicht mal gar nicht kontern. Guck mal, warte. Ey, jetzt macht er wieder Signature, ne? Oh nein, Alter. Oh nein, ey. Wie viel Versuche brauchst du denn noch, ey, du Lappen? Oh nein, jetzt kommt der. Ich dachte schon, der andere Gladner, finde ich. Aber wir brauchen. Komm, Junge, steh auf, Mann. Ey, 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 ey. Jetzt wird bestimmt Pin fallen, oder? Oder was macht er da? Warum konnte ich das jetzt nicht kontern? Das würde ich gerne mal wissen. Der Ritter liegt tot. Der hat nicht mal mehr einen lilanen Kopf. Der hat einfach einen weißen Kopf. Einfach alles weiß. Der sieht gar nichts mehr. Der kann jetzt gerade gar nichts mehr machen. Ich kann, glaube ich, nicht mal mehr kontern. Doch, kontern kann ich schon noch. Aber es ist verdammt schwer. Oh nein, jetzt macht er wieder das Finisher, ey. Mit unserem weißen Kopf. Wie soll man denn da rauskommen? Oh Gott, wenn ich jetzt zum vierten Mal konter, wäre krass. Und ich konter zum vierten Mal. Komm jetzt. Jetzt aber. Jawohl. Komm. Komm. Komm, direkt der Powerpin hinterher. Oh nein, der kontert auch noch. Ey. Ach du Scheiße, Alter. Oh, jetzt wird er wieder Finisher geben. Aber wir können noch kontern. Wir haben noch Konterbalken. Wir haben gerade einfach 0,0%. Ne? 0,0%. Akku ist leer. Komm, versuch doch nochmal, hä? Wo ist dein Finisher? Ach du Scheiße. Wieder kontern. Ich konnte nicht kontern, ne? Kontern ging nicht, habt ihr gesehen? Es war kein R2 da, weil ich auf 0,0% bin. Er ist tot. Ah! Mann, Alter! Ey, Leute, aber das war der krasseste Kampf bisher überhaupt in WWE 2K17 sowieso. Aber auch von 2K16 einer der krassesten überhaupt in unserer ganzen WWE-Laufbahn. So ein krankes Match. Ey, nimmt den Like-Button auseinander, verdammte Scheiße. So Leute, in der nächsten Folge bei SmackDown, oh, wieder gegen Finn Balor. Ja, solche Kämpfe kann man eventuell überspringen, finde ich, Leute, weil zweimal hintereinander gegen denselben, aber vielleicht können wir es auch als Revanche, als Rache nehmen, ich weiß es nicht, da müssen wir einfach mal schauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich mit diesen ganzen 270.000 VC-Punkten machen soll. Wir können hier so viel machen, wir können hier alles voll machen, wenn wir wollen. Wir können auch hier Sachen bei Fähigkeiten kaufen und. Hilft mir da, das alles aufzubewerten. Ich versuche, ein neues Moveset zu erstellen und irgendwie einen coolen Einlauf, wenn ich das schaffen sollte. Weil Foot Champions hat für mich momentan oberste Priorität jetzt am Wochenende. Ich schaue einfach mal, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da. Heute müssen mindestens die 10.000 geknackt werden, wenn nicht die 15.000 für dieses Match. Mal, sowas wird es nicht alle Tage geben, Mann. Alles klar, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Vorhin kam noch der Journey. Haut rein und ciao.